absolut bereit. Jawohl, so sieht's aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Orcs Must Die Unchained. Mein Bart macht mich übermächtig. Ja, das ist schön für dich. Heute ist Ladies Night angesagt. Wir spielen mit fünf Bros hier gegen fünf Ladies. Ist schon ein bisschen gemein, nicht? Der Trickbetrüger, was hat er denn dir hier? Wadenbeißer, dann unterirdische Abkürzung. Bei gedrückter Fähigkeit. Tunnelgräber. Reservedynamit. Schwingt seine Schaufel. Naja, das kann ja lustig werden. So, wir müssen natürlich erstmal verteidigen hier. Sind die wieder in unserer Burg und gehen jetzt erstmal unsere erste Fallenstellung. Da bin ich immer gespannt, ob wir diesmal genauso viel bekommen, wie ich beim letzten Mal hatte. So, die Heldenwachen sind schon positioniert, wie auch immer die richtig heißen. Ups. Und hier müssen jetzt die Fallen mal schnell hin, bevor hier die erste Welle startet. Ich hoffe, noch nie Raum. Ich überlege gerade, das ist der... Wie sah das? Ich bin etwas verwirrt. Weil es hat mich jetzt zwar hier hingeführt, aber irgendwie, doch, da kommen sie. Genau, meld du mal der Gewerkschaft. Super geil. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Sie haben unser Tor zerstört. Naja, lass mal kommen hier. Ich hau da wieder meiner Schaufel jetzt drauf. So. Das Problem ist, die Fallen sind, glaube ich, noch nicht so ganz optimal hier. Ich habe meine Herrschaft mit dem ersten Blut besiegelt. First Blood. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen hier ran fummeln. Machen wir mal lieber so. Super geil, sagt er. Und dann können wir hier so eine Barrikade aufstellen. Ich weiß nicht. Mir zu hoch. Ja, ich weiß nicht, wie viel die bringt. So wirklich. Und. Wollen wir denn den Deckenbrutzler? Hab ich den gar nicht? Elektro. Hä? Das war der Wandputzler, das war der da, genau. Eine Falle ist eine Falle ist eine Falle. Richtig. Zweite Welle. So, wir achten ein bisschen drauf, dass wir unsere beiden Output-Dinger da auch öffnen. So, und das Schöne ist, jetzt kann ich auch auf jeden Fall hier anhand von Sir Lancelot, beziehungsweise, ja, wenn jetzt hier eine Frau rumläuft, einfach mit der Schippe draufhauen. Wenn, ne? Da komme ich auch wesentlich durcheinander. Ich glaube, wir müssen auch den anderen Fallenraum mal eben ein bisschen bestücken. So, was eröffnen wir denn mal? Kapitalanlagen. Ich will mehr Münzen haben, weil ich will mehr Fallen bauen. So, wir gucken mal eben den anderen Fallenraum an. Der ist hier hinten. Ich glaube, da hat der aber auch noch nicht freigeschaltet. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt welche kommen. Das wäre dann hier. Oh! Meine ganzen Bots werden platt gemacht. Was ist da denn los? Also ich bin nicht ganz sicher, ob wir diesen Fallenraum auch noch sichern müssen. Ob da irgendwann hier Bots durchkommen oder ob die lieber da oben durchkommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Das sollte für Unruhe sorgen. Müssen wir gleich mal schauen. Und, zwei Grizzlies. Bereit für den Gold. Lassen wir mal jetzt zwei Grizzlybären mitlaufen. Große, starke Bären. So. Und dann gucken wir mal, was unser Fallraum macht. Die Schreine können jetzt eingenommen werden. Da bin ich aber gespannt, ob meine Mitspieler das auch tun. Ansonsten würde ich natürlich gerne so ein paar Items einsammeln, damit wir unsere beiden Türmchen freischalten. Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil diese Map ist wieder anders. Ich komme total nicht klar hier. So, wo war denn das? Da muss ich hier irgendwie durch, ne? Oh,
Also der andere Typ war mir irgendwie lieber. Nein, ich will nicht sterben. Oh. Da war ich etwas zu mutig. Also gegen die Bots reinrennen macht glaube ich nicht so viel Sinn. Ich wollte ein paar Sachen sammeln hier, dass wir mal unseren Ausbau bekommen, damit wir jetzt zügig vorankommen. Ihr seht, ich bin noch bei weitem kein Profi in diesem Spiel. Werde ich aber glaube ich nicht werden. Dazu müsste ich eigentlich ein bisschen mehr spielen hier. So. Wir haben beide Schreine für einen Boss eingenommen. Ja, das heißt, wir können den Boss beschwören. Da oben ist jetzt auf jeden Fall auch Achterbahn angesagt hier. Das war bestimmt spaßig. Wo ist denn jetzt schon wieder der Wandputzler? Da. Genau da, jawohl. Genau da. So, wo ist denn hier mein Türmchen? So, dann beschwören wir mit der nächsten Welle einen Boss mit. Und dann würde ich auch... Zwerg und Freunde, habt jetzt ein Ass im Ärmel. Genau. Und dann würde ich auch selber mitlaufen, damit das auf jeden Fall hier zum Erfolg kommt. Und nicht schon wieder. Ey, wieso flüchtet ihr? Na gut, ich flüchte ja auch. Der hat ein Kriegslager geöffnet. Ja, das ist das Problem. Der hat ja schon das zweite Kriegslager auf. Und wir haben natürlich einen Boss dafür. Ah, und ich komme hier an die Ressourcen ran. Überlaufen diese dämlichen Bots rum. Da muss ich mal vielleicht da oben versuchen ranzukommen. Ah, hier ist sogar ein Upgrade drauf. Sehr gut. Nächste Welle in 16. Jetzt haben die hier auch noch Fallen hingestellt. Was sind das für Leute? Gut, hier sollte man natürlich mal aufbessern. Und ja, wir brauchen natürlich auch jetzt Fallen dann wegen dem zweiten Kriegslager. Aber mit dem Boss da würde ich jetzt gerne mitgehen, mit dem großen Berserker. So. Da ist er. Der sollte für ein bisschen Unruhe sorgen. Und derweil kann ich hier mal die Vasen aufmachen. Ich hole mir mal das Damage Upgrade, weil das scheint mir alles ein bisschen langsam zu gehen hier. Sehr gut. Genau das wollte ich. Da oben ist der Wächter. Und ihr seht schon, also ich hatte beim letzten Mal diesen Bogenschützen. Ich glaube, der Typ mit der Schaufel hier, der macht doch ein bisschen mehr Damage. Nein, nicht runterfallen. Nein. Oh. Ah, ich dachte, ich hätte es geschafft. Naja. Da habe ich wohl einen Garderoll gebaut. Soll ich stark, weil der Boss jetzt nicht. Und ich glaube, wir haben echt ein Problem, weil der Gegner jetzt zwei Kriegslager hat. Wir müssen also zwei Räume verteidigen. Ich bin zurück und bereit. Was habe ich jetzt gemacht? So. Den Rift werden sie nicht erreichen. Sagt er so. Das sagt er so. So, können wir hier noch irgendwelche Sachen reinbauen? Münzpresse. Gegner, die auf dieser Falle erledigt werden, sind doppelt so viele Münzen wert. Das klingt natürlich hervorragend. Doch nicht. Ich werde auf andere Weise besser. Gut. Also Fallen haben auf jeden Fall genug aufgestellt. Unsere Wachen scheinen auch noch relativ unberührt zu sein. So, und hier können wir upgraden. Ist schon alles upgegradet auf Level 2. Sehr gut. Das haben meine Mitstreiter schon gemacht. Yes. Läuft für uns. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Auch das höre ich gerne. Ich würde ja gerne mitmachen, aber irgendwie... Sind hier diese Ressourcen, die sind irgendwie...
Ich möchte euch mal gerne noch Level 3 zeigen, aber das dauert zu lange, das zu sammeln. Auf jeden Fall, mit dieser Schippe hier mache ich auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Damage als mit den anderen Klamotten. Fang du an. Die Schreine können jetzt eingenommen werden. Ich würde es begrüßen, wenn die Bots jetzt mal verschwinden hier. Der Gegner hat ein Kriegslager upgegradet. Ach, jetzt hat er auch noch ein Upgrade. Lass mich in Ruhe. Steinhaut. Genau, ich will mehr Verteidigung haben. Oh, diese Bots, ey. Ja, so sieht die auch aus. Ich hab mir Aua gemacht. Und diese Fallen machen dir gleich noch mehr Aua. So, Münzpresse, wieso geht denn die nicht? Nicht, dass du doof zu. Ich will auch Kohle haben, Mensch. Oh, hier gibt's nichts zum Holen. Haben wir noch ein Upgrade? Nee, aber wir haben. Naja, wir haben das andere Kriegslager zum Beispiel mal freigeschaltet. Die sind aber auch stark. Hilfe, ich muss zu meinem Wächter. Wo ist der nächste Wächter? Wo ist der nächste Wächter? Da ist ein Wächter. Komm, heil mich. So. Ja, was irgendwie cool wäre, wenn... Oh, die kämpfen sich da oben durch. Ich glaube, da muss ich mal gucken, dass die nicht irgendwie hier wirklich da mal da durchwandern. Ich muss mal. Immerhin spannender als. Aber hier ist der Wächter schon mal weg. Der beste Tag, seit ich eine Schnapsbrennerei gekauft habe. Da wäre jetzt der Wächter. Oh, jetzt sind wir mal gespannt hier. Sehr gut, die Jungs machen da auch mit. Wie viel haben wir denn noch? Na, es fehlt nicht mehr viel. Irgendwie habe ich mich als Verteidiger eingesetzt und mache trotzdem dauernd hier dieses Festchen suchen. Das Problem ist halt, also wenn man zu viel Bots spielt, ihr seht das schon, dann habe ich den Eindruck, da passiert zu viel, was die selber machen. Da hat man zu wenig Kontrolle über das eigene Spiel. Weißt du, wie ich meine? So. Ja, der Wächter, der hält sich noch ganz gut hier. So. Genau das. Genau, und das Upgrade, das müssen wir mal sofort einbauen. Einen Boss eingenommen. Jetzt folgen die mir auch noch, oder was? Geht doch weg hier. So, mal gucken, was wir jetzt für ein Upgrade bekommen haben. Stufe 3. Und wir können wieder mit dem Boss... Ich bin reich an diesen Söldner, habe ich all mein Geld ausgegeben. Hoffentlich ist er das nicht. Wir nehmen mal jetzt die ganzen Level 3 Upgrades hier. Level 3... Dingenskirchen. So, was haben wir denn hier? Fallenfreund, nehmen wir mal hier das. Oh, sehr gut. Und ich glaube, mit der nächsten Welle könnten wir es schaffen. Denn, ja, das ist Level 3 und da muss doch was gehen, oder? Da muss doch was gehen. Mit Boss und so. Da gehen wir einfach mal mit. Wir brechen durch ihre. Aber es ist schon ein bisschen zäh, ne? Wenn man mit so vielen Bots spielt. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein bisschen mehr los hier auf der Map. Und wir brechen durch die nächsten feindlichen. Na gut, das ist jetzt interessanterweise Kriegslager 1. Das hat er wohl nicht richtig bewacht. Bei 2 war noch ein Wächter vom Portal oben. Mal gucken. 10 Sekunden noch. 10. 3, 2, 1. Jetzt bin ich auch gespannt. Yes! Ach, und Level 2 haben wir in dem anderen Lager. Das können... Genau, das können meine Jungs dann aufbauen. Ich
Die wollen schon heim, wir haben noch gar nicht angefangen. Huch. So, die anderen Bots sind auch mit bei mir hier unterwegs. Ah, Kiste. Ich kann einfach an der Kiste vorbeilaufen. So, sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Und jetzt kriegen unsere Lancelots auch mal hin, diese Tussen hier zu besiegen. Huch. Das war meine Absicht. So, dann haben wir noch einen Wächter. Mal gucken, ob wir den mit diesem hier schon hinkriegen. Oh, das ist immer eine große Kiste. Hier ist da noch mehr drin. So, direkt mal gucken hier. Weiß ich jetzt gar nicht. Da geht hier immer so eine Zahl hoch. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viel das dann ist. So, und ich glaube, wir haben es, denn da ist schon der Portalraum. Und wir haben da oben auf der anderen Seite, auf der Gegenseite, auch den gegnerischen Wächter besiegt. Und ich glaube, jawohl. Aua. Da hat er gepunktet. So, hier räumen wir schon mal auf. Denn die nächste Welle ist schon unterwegs und ich glaube, die können sie nicht mehr aufhalten. Also da ist jetzt... Und da muss man mal sagen, wir haben das ja gut gemacht. Wir haben bei uns die Wächter sind noch da. Also das ist schon gut gelaufen dieses Mal. Da können wir vielleicht nochmal ein schwereres Match demnächst nochmal starten. Auf jeden Fall werden wir in diese Beta nochmal reinschauen. Dieses Video ist übrigens Teil einer vom Entwickler oder Publisher betriebenen Kampagne. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Sehr ausführlich erklärt, was das bedeutet. Fast vergessen, das zu erwähnen. Das wollen wir natürlich nicht vergessen. We shall not forget. Wir brechen durch ihre Verteidigung. So, was haben wir denn jetzt hier? Aua. Ah, 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 ah. Haut die nur auf mir rum. Ich krieg jetzt erstmal hier die Schippe in die Schnauze. So, und jetzt aber. Katsching, katsching, katsching. Können jetzt eingenommen werden. Na, irgendwie noch ist es nicht so weit, habe ich den Eindruck. Also was so Fallen so alles rausholen können, ne? Wir haben eigentlich ziemlich starke Truppen gehabt. Wir haben auch wieder einen Bersi dabei gehabt, habe ich gerade gesehen. Aber das reicht nicht. Wir haben beide Schreine für einen Boss eingenommen. Ja, dann holen wir doch nochmal einen. Und dann denke ich mal, dass wir das in der nächsten Runde dann haben, hoffentlich. Wir haben noch 40 Sekunden, da können wir mal eben schnell mal rüberflitzen. Dann nehmen wir natürlich den Level 3 Schrein. Durch ihre Verteidigung. So, da platzieren wir einen Boss. Das Team Zwerg und Freunde hat jetzt ein Ass. Der Gegner hat sein Kriegslager upgraded. Das ist ja auch ein Upgrade, also langsam, aber sicher müssen wir aufpassen hier. Nicht, dass mein Optimismus von eben verfrüht war. Vielleicht kriegen wir noch schnell ein Upgrade. Aber ich glaube, nee. So, jetzt hat er da von diesen... Diese komischen Wachen hier hat er jetzt auch noch. Ah, ja, ja, ja. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Wenn ich könnte, würde ich dieses Level einschmelzen und meine Schaufel damit überziehen. Eine Schüchtern, was? Die kommen erst gar nicht an hier. So, was ist mit unserem Türmchen da unten? Das mühsam nährt sich das Türmchen im Winter. Machen wir hier schon mal Platz.
Oh, oh, oh. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Wo ist unsere Welle eigentlich hin? Was machen die denn da? Ah, da. Und da ist auch der Boss dabei. Also, wenn das sich nicht hinhaut, dann weiß ich es auch nicht. Wir waren ja schon einmal durch. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch in den Endraum rein. Ja, die Fallen sind ganz schön mächtig. Ich habe auch ewig nicht mehr Fallen gebaut. Also ich weiß nicht, ob das so gut war. So, jetzt aber. Yeah! Gardevoir wins. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, Orcs Must Die Unchained. Also mir macht das, wie gesagt, immer riesig Spaß. Und, aber ich glaube, wir haben gelernt in dieser Folge, wir sollten nicht mehr zu viel Bot spielen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt. Kostenlos, Link ist in der Beschreibung. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss!